Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Meinungsheld. Wenn man kein Interesse daran hat, sich für Office-Arbeiten oder kleinere Gaming-Sessions an den Schreibtisch zu setzen und sich ein komplettes Setup zulegen möchte, kann sich auch einfach mit einem Laptop zufriedenstellen. Damit hat man mehrere Vorteile in einem. Natürlich gibt es ein riesiges Angebot auf dem Markt. Dazu gehört auch der Laptop Ultra Ryzen 7 SSD der Marke Asus. Zwar konnten wir den Asus Ultra Ryzen 7 nicht selbst testen, aber wir haben ein paar Recherchen betrieben, um euch trotzdem weiterhelfen zu können. Wenn ihr euch auch für dieses Angebot hier interessieren solltet, haben wir wie immer einen Preisvergleich durchgeführt und das beste und preisgünstigste Produkt herausgesucht. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Dort sind neben dem Link noch einige interessante Informationen zum Thema enthalten. Außerdem könnt ihr so immer etwas sparen. Der Asus Ultra ist ein Laptop mit einem 17,3 Zoll Bildschirm und vorinstallierten Windows 10 Pro. Ebenfalls ist ein Office-Paket bereits vorinstalliert, sodass man nach der Verbindung mit dem WLAN direkt loslegen kann, wenn man möchte. Der Bildschirm hat eine Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Man kann also auch zur Entspannung mal einen Film oder ein Spiel in HD-Auflösung genießen. Außerdem ist der Asus Ultra mit einem 20 GB DDR4 Arbeitsspeicher und einer 1000 GB SSD Festplatte ausgestattet. Damit kann man auch ohne Probleme Videos aufnehmen und schneiden, ohne dass der Laptop an seine Grenzen kommt. Der Asus Laptop ist mit einem superschnellen AMD Ryzen 7 3700U 8-Thread Prozessor ausgestattet, der für Office, Heimarbeit und Multimedia mehr als genügend Leistung bereitstellt. Und auch die Radeon RX Vega 10 Grafikeinheit mit 10 Kernen beschleunigt viele moderne 3D-Spiele. Das Gerät ist mit 2,3 Kilogramm super leicht und läuft leise, sodass man einer entspannten Arbeit mit einer Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden nachgehen kann. Außerdem verfügt er über eine HD-Webcam, HDMI, Kopfhörer- und Mikrofonanschluss, Bluetooth und einen USB 3.0 Anschluss. Die Käufer bewerten den Laptop stets positiv, da er alles erfüllt, was er auch verspricht. Da neben den silbernen Tasten auch die einzelnen Buchstaben in dieser Farbe gehalten sind, wird es bei schwachem Lichteinfall ein wenig schwieriger, die Buchstaben zu erkennen. Wenn man aber das 10-Fingersystem tippen kann oder keine Orientierung braucht, ist das auch halb so wild. Und auch wenn der Laptop nicht auf Gaming ausgelegt ist, können Spiele, welche nicht allzu viel Anforderungen haben, darauf gespielt werden. In der Videobeschreibung sind noch einmal alle wichtigen Informationen zusammengefasst und natürlich auch ein Link zu einem aktuellen Angebot, das zum Zeitpunkt unserer Recherche auch am preisgünstigsten war. Außerdem haben wir noch ein weiteres Angebot für alle Gamer in der Infobox verlinkt. Wer sich dafür interessiert, sollte einfach mal vorbeischauen.